Ich musste ganz schön abziehen und dann. Wo gibt's jetzt zu sehen? Auf Lukas Knopf TV. Best Sender in the world. Woke up, told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Answers getting lost, so I watch my back and keep it moving to the front. And remember that the world's yours, do it how you want. Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Von Rose Bikes ist es gar nicht weit bis nach Eindhoven. In Eindhoven gibt es eine richtig fette Fahrradhalle, die O40-Halle. Das ist das Rampenparadies. Da hinten ist sogar die riesengroße Skateboardanlage, da dürfen wir aber, glaube ich, gar nicht fahren. Marc ist mit mir mit, zwei andere deutsche Jungs auch noch mit am Start. Und ich fahre heute auf meinem blauen The Bruce Bike, auf den neuen Bikes. Ich habe schon eine richtig geile Scharte reingehauen mit meiner Knieorthese. Aber ich bin stoked, das Bike zu fahren. Das Carbo Bike steht erstmal im Keller. Und ja, wir machen heute einen Hallencheck hier in Eindhoven und machen ein paar fette Moves. Der Whip up whip in war ein bisschen sketchy, nur mit einem Fuß gelandet. Müssen wir nochmal machen. Nick Schubert ist mit am Start. Machst du eine Line? Willst du eine Line machen? Jo. Über die? Yes. Ja. Es war Zeit. Wir filmen den Flair noch mal von ein bisschen näher und der Tarn hat das Fischei. Ich glaube, es könnte ziemlich cool aussehen. Ich will Manual to Tailwhip machen, hab den aber glaube ich seit letzter Wintersaison nicht mehr gemacht. Man muss immer voll aus dem Manual abziehen und dann alles was geht, bam. Aber den machen wir, hab ich im Gefühl. Ich hab das auch im Gefühl, dass du den machst. Ich hab's im Urin. Also es ist Donnerstagabend, ich glaube wir vier Deutschen und ein paar BMXer, also drei BMXer noch und das war's. Ganze Halle für uns alleine, mega geil. Du da. Ach, der Junge ist übrigens auch hier. Ich zeig dir, wie das geht und dann lernt er das alles und dann macht er das auf seinem Channel und zeigt euch das auch ein bisschen cooler. Kannst du Backflip? Hab das schon mal gemacht. Pass auf, da wäre der nie drauf gekommen auf den Trick, den ich den jetzt calle. Manual to Hop Whip in. Nee. Ja! Da ist das Ding! Jo, aber ihr habt es vielleicht gesehen, ich musste ganz schön abziehen und dann. Ja. Ich will noch was hinzufügen. Ich weiß nicht, ob das klappt, aber. Einfach.
erklär mir mal einen Trick, wie der funktioniert. Marc braucht ein bisschen mehr Lehnung. Wenn er gerade in den Foodschirm springt, ist er ungefähr so. Er muss aber noch mehr von hier Richtung vor zur Rampe springen und dann kommt er automatisch steiler. Und je weiter er dann hier vorne steht, desto weniger muss er auch wieder reinspringen. Also ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich weiß nur nicht, ob ich es umsetzen kann. Aber ich weiß mehr so ein bisschen nach da ja, vorne genau. Springen. Hier gibt es so ein richtig geiles Resi-Matten und dann oben drauf so eine Auflage. Und da machen wir ein paar Moves, den ersten Double Tail Whip auf dem Teil. Ja. Wir machen den sogenannten Friendship. Ich mache Barspin to Foodchimp und wenn ich wieder rein bin, fährt Marc von da los und macht einen Barspin to Tailflip. Oder? Ich weiß nicht, wie ich losfahre, aber irgendwie so. Neuer Videotitel. Lukas Knopf hat versucht, mich umzubringen. Das ist gut. Boah. Das war der Friendship. Auf die Freundschaft. Hab gerade einen Anruf bekommen von meinem Anwalt. Ich habe eine Anzeige. Wegen Körperverletzung. Anzeige ist raus. Ich mach den Foodchimp Whip nochmal, den landen wir jetzt. Hier, guck mal, da voll die Haut abgefällt. Vielen Dank, Grüße gehen raus an Lukas Speichen. Jo. Karma? Au! Karma? Wir sind wieder drüben an der Resi. Jonas Sonnenberg hat eine Mission. Den 360 Tailwhip hier drüber. Ich habe den auch noch nicht gemacht. Ich glaube, ich mache den auch. Und Nick Schubert will einen Double Truck machen, hat er gesagt. Ja, machen alle einen Resi-Move. Und ihm gehen voll die Muffen. Er wollte es gar nicht machen. Und dann habe ich aber jetzt gesagt, ich sag's mal in die Kamera, weil dann muss er es machen. Aber voll Hänger. Aber so sketchy. Ja, ich mach erst einen und dann musst du noch einen da drin machen. Ja, einen musst du noch. Ich mach aber auch einen. Ich mach erst einen und dann ist er wieder. Okay? Ey, ich kann die eigentlich ziemlich safe, aber so ein Resi ist halt komplett rutschig. Guck. Mit so ein ganz klein bisschen versetzt gelandet und dann ciao.
wir lassen den so. Besser, dreimal besser als RKO. Okay, Nick hat was für uns. Es war einmal in die eine Richtung und dann nochmal in die andere. Und mega sleazy. Es war heute echt schon ein verdammt langer Tag. Wir waren bei der Signing-Session bei Rose, das war ja in dem anderen Video. Glaube ich. 11:30 und ja, war ein langer Tag mit viel Autogrammschreiben. Wir machen jetzt aber trotzdem noch eine kleine Session an dieser Spine. Und es ist nicht komplett eine Spine mit Absprung auf der einen wie auf der anderen Seite. Die eine Seite hat wie eine kleine Landung. Ja, machen wir dort noch ein paar Banger. Truck ging gut. Wir machen Double Truck Driver über die Spine. Boah, was können wir noch machen? Ich glaube, einen schönen 360 No End. Fatal Error. Okay, zurück an der Resi. Ich versuche mal eine Dreierline zu machen. Heißt, ein Trick hier, rum, rum, zweiter Trick, rum, rum und dann noch einen dritten. Wir müssen den Affen-Move, den Heel-Clicker, auf jeden Fall normal machen. Ich habe mich ganz leicht an sich die Zehenspitzen berührt, aber es muss richtig knallen. Ja. Alter, das Resi ist jetzt nicht so riesengroß wie irgendein Crankwork-Sprung oder wie die Slopestyle-Sprünge bei mir im Garten. War schon echt eng, aber hatte ich auf der Liste, deswegen cool, dass es geklappt hat. Das war's aus dem, ja, fast schon geilsten Indoor-Park, den man hier so in Deutschland-Nähe findet. Ich meine jetzt Eindhoven, Holland. Ich war hier jetzt zum dritten Mal, habe aber nie von hier ein Video gemacht. Das war das erste Mal, dass ich hier für YouTube ein Video gefilmt habe. Mega Spaß gemacht. Die Handschuhe sind jetzt vor Weihnachten wieder back in stock. Einmal Snow Camo, die ich heute hier im Video getragen habe. Und einmal das Orange Camo. Ihr habt beim ersten Mal, wo ich die in den Shop gestellt habe, die in nicht mal 24 Stunden ausverkauft. Dann haben wir die Stückzahl verdoppelt, wieder in 24 Stunden ausverkauft. Stückzahl nochmal verdoppelt. Dann hat es 2 Tage gedauert und jetzt haben wir nochmal verdoppelt und ich hoffe, dass es für Weihnachten reicht, weil mich haben schon so viele Nachrichten erreicht von Leuten, die kaufen wollen und die sind permanent ausverkauft. Ich hoffe, ihr erwischt noch welche, seid trotzdem schnell, nicht, dass irgendeine Größe ausverkauft ist oder. www.themostbrand.com, da gibt es meine Snow Camo und Orange Camo Handschuhe. Die Halle in Eindhoven war mega geil mit Marc, Nick und Jonas. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst ein Like da und abonniert den Channel. Haut rein, Leute. Peace.